Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Zwei Ardenner ziehen einen Baumstamm in einem Winkel von 30 Grad mit Kräften von jeweils 750 Newton und 700 Newton. Die Aufgabe lautet, konstruiere die resultierende und berechne ihre Stärke. Zuerst stellen wir diese Situation grafisch dar. Das ist der Baumstamm. Diese zwei Arbeitspferde, das sind die Ardenner, und die Ardenner ziehen an diesem Baumstamm, Angriffspunkt ist A, sie ziehen mit zwei Kräften in einem Winkel von 30 Grad. Die eine Kraft kann man zum Beispiel einzeichnen durch 7,5 cm, die stellen dann 750 Newton dar, und so stellen wir die zweite Kraft F2 durch 7 cm dar. Diese 7 cm stellen dann diese 700 Newton dar. Um die resultierende zu konstruieren, vervollständigen wir dieses Parallelogramm und verbinden diesen Angriffspunkt A mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. Die Kraft, die man so erhält, das ist die resultierende Kraft aus diesen beiden Kräften. Also, den ersten Teil haben wir schon erledigt. Wir haben die resultierende Kraft konstruiert. Wir haben hier ein Dreieck ABC, in dem dieser Winkel 150 Grad sein muss. Warum? Weil dieser Winkel 30 Grad und dieser Winkel, das sind Stufenwinkel. Also haben sie dieselbe Öffnung. Die Öffnung dieses Winkels hier ist also 30 Grad und somit muss die Öffnung von diesem Winkel 180 Grad minus 30 Grad, das heißt 150 Grad sein. Wir arbeiten jetzt in diesem Dreieck ABC, das aber kein rechtwinkliges Dreieck ist, und deshalb dürfen wir auch die Gesetze vom rechtwinkligen Dreieck nicht anwenden. Hier wenden wir also die Gesetze vom beliebigen Dreieck an. Was wir suchen, ist diese Länge groß R. In diesem Dreieck kennen wir aber die Länge von dieser Seite AB, das ist die Länge von F1, also 750 Newton. Und wir kennen auch die Länge von dieser Seite BC, das sind diese 700 Newton. Und wir kennen den Winkel, den diese beiden Seiten bilden. Also eignet sich hier die Kosinusregel, die besagt, das Quadrat von R ist gleich zum Quadrat von F1 plus das Quadrat von F2 minus 2 mal F1 mal F2 mal Cosinus dieses Winkels 150 Grad. Also in diesem Dreieck ABC gilt das. Jetzt ersetzen wir F1, F2 auch da und ABC durch ihre Werte und so erhalten wir diese Rechnung. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein, achten aber wie immer darauf, dass der Taschenrechner auf Grad eingestellt ist. Ist er. Also gebe ich jetzt dem Taschenrechner diese Rechnung ein. 750 im Quadrat plus 700 im Quadrat minus 2 mal 750 mal 700 mal Cosinus von 150 Grad. Die Enter-Taste liefert uns somit den Wert von R². Diesen Wert übertragen wir dahin und somit haben wir R². Was wir suchen ist R. Also brauchen wir von dieser Zahl nur noch die Quadratwurzel zu bestimmen. Das tragen wir wieder den Taschenrechner. Dazu betätigen wir diese Taste Quadratwurzel von der gefundenen Antwort.
Diese Antwort können wir aufrufen durch diese Taste, die Answer-Taste, die Antwort-Taste. So steht hier Quadratwurzel der eben gefundenen Antwort und die Enter-Taste liefert uns den Wert von dieser resultierenden Kraft, den wir gesucht haben. Also übertragen wir diesen Wert noch hierhin. Die resultierende Kraft hat also eine Stärke von ungefähr 1400,652 Newton. Und diese Aufgabe ist schon beendet.